Ich gehe mal danach suchen, denke ich. Ich schaue mir jetzt erstmal das Messer an und dann begleitet mich am besten etwas später dann zurück in den Paraine-Tempel. Dann schaue ich mir eure Wunden einmal an und spreche einen Segen und einige Liturgien und Mirakel und dann schauen wir uns das mal an. Das klingt Edle super. Maharani, ich bedanke mich für die Audienz. Wenn es sonst noch etwas gibt, was ihr von mir wissen müsst oder wenn ich helfen kann, zögert bitte nicht, mir Bescheid zu geben. Ich werde sofort kommen. Das werde ich tun. Wir finden euch im Roten Kamel. Ich wäre dafür, dass Richtig. ihr umzieht und zwar am besten ins Hotel Al-Zorgan. Ihr könnt dort am besten auf unsere Kosten wohnen, dann seid ihr näher am Palastviertel. Ich lasse alles dafür arrangieren, dass ihr dann umziehen könnt. Das ist sehr großzügig von euch. Vielen Dank. Ja, dann würde ich noch mal knixen und mich dann, wenn sie nichts weiter zu sagen hat, auch rückwärts entfernen. Seht euch gerne in dem Garten des Spiegelpalastes an. Mein Ehemann hat dort viel Zeit verbracht und die Gärten sehr gepflegt. Und wenn ihr noch etwas brauchen solltet, wie gesagt, dann lasst auch anfragen. Die Diener wissen jetzt mittlerweile, wer ihr seid. Sehr wohl. Ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen und lasse mich, ich nehme an, von Bediensteten in die Gärten führen. Ja, Sklaven, die dich dann da rausbringen. Abel, mir läuft dann wohl noch mit dem chirurgischen Messer dann in der Scheide zurück in Richtung des Palastes, kann das dann da übergeben, irgendeine Wache oder sowas, und dann könnt ihr allesamt nach draußen geführt werden. Ich würde die Wache mal anschauen. Wo soll ich jetzt? Soll ich schon mal in den Pirine-Tempel gehen oder soll ich hier warten und mit dem jungen Mann dahin laufen? Sehe ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Habe ihn nicht verstanden. Ich gehe erstmal einfach zum Pirine-Tempel, der wird da schon auftauchen. Ihr habt echt mit Leermann und Freisop gesprochen. Ist das der Kleine? Ja. Dann denke ich, dass das der war. Ja, richtig. Darf ich euch auch mal die Hand schütteln? Ja, gerne. Ich schüttle mit dem Mann die Hand. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wo dieser Pirine-Tempel sich befindet? Vereinet, ja, wir haben. Eigentlich sind das sogar zwei Stück. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Einfach von hier aus in Richtung Osten gehen. Am besten über die Brücke oder ihr folgt immer der Hauptstraße und geht dann über die große Brücke. Aber die werdet ihr in Shamiran finden. Das ist das Hospital der gnadenvollen Herren. Aber wenn ihr mit Leom und Freisop sprecht, dann wird er wahrscheinlich in Sidi Eslamin sein, in dem Tempel. Also hinter dem Raya Park. Also der Hauptstraße folgen, über eine Brücke gehen, weiter der großen Straße folgen und dann den Piranha-Tempel finden. Wisst ihr was? Ich schicke euch meinen Cousin mit. Wenn ich euch nach draußen begleite, dann werde ich euch meinen Cousin mitschicken. Der hat aktuell frei und dann kann der euch dahin bringen. Kann meinen Das Posten klingt leider nicht super. verlassen. Ja, kann ich verstehen, ist ja auch wichtig. Ihr macht das auch gut, muss ich sagen. Da können wir auch eine Abkürzung wählen. Dann werdet ihr zumindest nicht in Al-Zorigan überfallen. Das habe ich auch befürchtet, dass das passieren könnte. Ja, ich nehme euren Cousin gerne mit. Der ist bestimmt ein netter Mann. Und ich Ja, folge dem sagt Mann einfach mal. Bescheid. Also, ja, Ja. er bleibt erstmal im Garten vom Spiegelpalast stehen. Ihr könnt dann auch unter euch die Klippen bzw. das Wasser hören, wie es dann hier in den Klippen so ein bisschen angespült wird und an den Steinen so ein bisschen auswäscht. Über euch die riesigen Zwiebeltürmchen, die ganzen Flamingos, die hier herumstehen, auch einige Schildkröten, auf denen Kerzen angebracht sind, Seerosen, die dann hier sind. Und es ist ein unglaublich hübscher Park. Gibt es besonders intensiv duftende Blumen? Ja, viele. In allen Farben, die du dir ausdenken kannst. Und auch ein paar Statuen. Dann würde ich mal ein paar der besonders intensiv duftenden Blumen pflücken. Immer nur so eine, sodass es nicht auffällt, wenn da eine fehlt. Wird auch keiner was sagen. Vielleicht die ein oder andere Wache, die da so ein bisschen skeptisch dich beäugt, wenn du da was abpflückst, aber sagen wird da niemand was. Gut, dann steht ihr allesamt, wie gesagt, im Spiegelpalast. Was wollt ihr tun? Nun, das lief ja gut. Das lief richtig gut. Jetzt seid ihr sogar Ordensmitglieder von diesem neuen Orden. Ja, Glückwunsch. Erstmal hau ich Kiaras auf den Hinterkopf. Was denkt ihr euch eigentlich, in einen Ritterorden einzutreten? Was? Ach, das war ein Ritterorden? Das wusste ich Das gar ist doch nicht. eine große Ehre. Das ist eine große Ehre, die ihn umbringt, wenn er nicht aufpasst. Nun, das haben schon viele versucht und werden wahrscheinlich noch viele versuchen, also wäre das nicht neu.
Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ihr wisst doch gar nicht, welche Verpflichtungen man in so einem Orden hat. Ja, dafür gibt es ja euch, oder? Stimmt, ihr seid jetzt auch Ordensmitglied. Das wird schon funktionieren. Du kannst mir alles beibringen. Ich denke auch, wenn ihr euch da zusammen hinsetzt und das gut diskutiert, könnt ihr da viel erreichen. Oh, wenn man was auch immer dieser Orden der Rose erreichen möchte, aber da bestimmt was Gutes mit dabei. Außerdem denke ich, das ist doch ein ganz guter Zweck, einen Ritterorden einmal nicht Rondra, sondern Raya geweiht. Oh, wenn meine arme Mutter hier wäre, sie hätte einen Anfall. Was für Kleidung müsst ihr dann dort tragen? Etwas Luftiges? Ich denke, Yalan, ab jetzt nur noch im Raya-Gewand. Ihr dürft übrigens auch mal eine Götter- und Kulte-Probe werfen. Sie ist nur plus 7. Doppel 1 ist immer drin. Du willst geweihter werden. Ich habe Götterkulte 7. Schwierig. Schwierig. Muss los. Hat irgendwer seine Probe geschafft? Ja, Iserun. Okay. Aber mir auch. Aber mir auch. Mit yes, Eisen. Die Magier reißen es. Ihr wisst, dass seit 2,5 Jahrtausenden das Amt des Dieners des Lebens, also dem höchstpreine geweihten Aventuriens, in der Familie Freisop liegt, beziehungsweise Freisoppos. Das ist also eine alte güldenländische Familie, die seit 2,5 Jahrtausenden dieses Amt innehat. Und das wohl auch nicht ohne Grund. Denn sie vollbringen wahrlich die größten Wunder. 1021 wurde ja der Vorgänger von Leatmann Freisop, der auch so heißt, er ist einmal der Ältere und dieser hier ist jetzt der Jüngere, wurde umgebracht und zwar von der aranischen Prinzessin Demiona von Zorgan. In einem Blutbad wurde die gesamte Familie hingemetzelt, auf das man die Pereine geweihten bzw. dieses Haus auslöscht. Nur den Jungen lehrt man, er wurde wohl damals 6 Jahre verschont, hat er sich in einem Apfelbaum versteckt. In einem Apfelbaum. Ja, gepriesen sei Verwalter. Und durch diese wundersame Rettung ist die Familie tatsächlich nicht ausgelöscht und in ihm ruht jetzt die Hoffnung der Pereinekirche. Was wäre passiert, wenn er gestorben wäre? Wer gestorben wäre. Nun, das ist etwas, worüber wir vielleicht nicht nachdenken sollten. Der kleine Mann ist aber ganz nett. Ich fand die Hexen auch nett. Der kleine Mann ist eine Erhabenheit, ein Metropolit der Pereinekirche. Ein was? Ich habe ja auch gesagt, Metropolit. Er ist nett. Das Oberhaupt der Pereinekirche. Ein Metropolit, aber mir ist ein... Horasia. Ach so, also der ist mehr oder weniger wie der Patriarch von Xolosh. Ja, so in etwa. Er ist der höchste Vertreter Perines auf Aventurien. Stellt ihn euch vor, wie den Boten des Lichts, nur halt für die gütige Mutter. Also wie der Patriarch von Xolosh. Er ist wichtig. Oh, vielleicht. Ihr werdet schon recht haben. Natürlich. Also ist er ein wirklich sehr wichtiger Mann. Aber wirklich jetzt sehr wichtig. So in Richtung Hüter des Kodex, meint ihr? Nein, so wichtig meint ihr aber nicht, oder? Doch. Sagen wir mal so, wenn er euch nicht mit eurer Wunde helfen kann, gibt es keine Hoffnung mehr. Ihr seid so aufbauend. Man ist nur gar nicht. Was von diesem Kelch gesagt. Ja. Hab ich noch nicht eine Karaffe? Ist vollkommen egal. Ein Krug, aber egal. Ich frage ja, ein Trinkgefäß. Und Sumus Mächte sind ja auch immer noch da. Thema Sumus Mächte. Nein, vergesst es. Ich denke, ich werde jetzt einfach gleich mal dahin gehen, auf den jungen Mann warten und dann gucken wir, was der junge Mann sagt und dann gucken wir, was passiert. Der wird das schon können, denke ich. Bestimmt. Ganz bestimmt. Müssen wir sonst noch irgendwas regeln? Wir hatten alle noch einige Dinge vor, nicht wahr? Exakt dies. Mhm. Ich nehme erstmal einen Schluck und ich würde dann einen der 4 Zaubertränke trinken. Ich würde mir mal kurz Kiaras ausleihen und den hinter einen Apfelbaum ziehen. Hier stehen bestimmt ein paar mehr. Herr Karinor, könntet ihr mal einen Moment mitkommen? Natürlich. Ich müsste was mit euch besprechen. Ja,
Sobald wir außer Hörweite sind, schaue ich ihn an. Ich denke, ihr habt den gleichen Ausbruch miterlebt, den ich gerade miterlebt habe. Von unserem guten Kunden gemeinsam. Ja. Also, er ist euer Freund, mein Bekannter. Ich denke, ihr solltet mich nicht in den Piranha-Tempel begleiten, sondern den guten Mann in den Raria-Tempel führen und eure Dienste tun. Eine herausragende Idee. Sehr gut. Das entschwört den auch mal entspannen und mich dazu bringen, ihn nicht permanent erwürgen zu wollen, was bestimmt auch hilfreich ist. Für unser beider Überleben. Nun, ich denke, mir fällt schon eine Ausrede ein, ihn mitzukriegen. Ich denke, ihr braucht keine Ausrede. Ich denke, ihr könntet den an einer Leine durch die Stadt führen und er würde euch folgen. Aber ja, probiert es mit einer Ausrede. Funktioniert bestimmt auch. Tun wir das so. Ja, ich gehe zurück. Schaue in Jalans Richtung, lächle einmal in mich hinein und mache dann einen Salut. Ich werde nun in Richtung Piranha-Tempel aufrücken. Viel Spaß noch. Ja, denk daran, dass die Shai uns umquartiert ins Hotel Altzorga. Weiß irgendjemand, wo das ist? Nee, danach fragen, würde ich sagen. Einfach irgendwie die Palastwachen oder so, die werden das schon wissen. Ja, ich bin gleich mit einem Cousin von der Palastwache unterwegs, das wird super. Ja, dann viel Vergnügen. Danke, danke. Lasst euch nicht ärgern, nicht umbringen und ja, das war's eigentlich. Ihr schafft das schon. Ja, Rafim würde aus dem Garten stolzieren und sich den Cousin suchen, damit er ihn zum Piranha-Tempel führen kann. Ja, wenn du dann gemeinsam mit der einen Wache, die dich ja auch direkt wieder begleitet, und dich nochmal anfährst, so ein bisschen an der Schulter, als ob du jetzt was Besonderes wärst, weil du Leatmann Freisau berührt hast, ja, wirst du dann wieder zum Tor gebracht und kannst da dann am Königstor nach einem kurzen Pfiff kannst du dann sehen, wie da wohl ein anderer Aranier angesprintet kommt, hat dann wohl keinen Turban auf, aber so einen kleinen Fez und die unterhalten sich da wohl, tauschen ein paar Sachen aus und dann würde er dann gemeinsam mit dir in Richtung der Altstadt laufen. Also ganz grob am Theater vorbei. Das ist natürlich dann auch wieder mit viel Armut verknüpft, aber er führt dich dann an den richtigen Stellen dann vorbei. An einer Brücke vorbei kannst du dann auf die blutige See hinausgucken, an dem See vorbei, auch nach Süden. Also unglaublich schöne Landschaft, wenn jetzt hier diese Belagerung nicht wäre. Du kannst auch sehen, wie an den Mauern wieder so ein bisschen Öl runtergeschüttet wird und sie dann versuchen, wieder was anzuzünden. Diese Dornenhecke dann wieder zu bekämpfen, aber es ist weit weg und du kannst dann wieder rübergehen. Stehst dann in den riesigen Gartenanlagen von Shamiran. Da wirst dann mit dem, mit diesem Cousin in Richtung des Hospitals unserer gnadenvollen Herren gebracht. Ja, aber wenn wir da ankommen, würde ich ihm auch wohl eine Dukate in die Hand drücken und sagen: Du, deine Cousin, gönnt euch mal was. Ja, Mensch, das ist nett. Ja, gerne doch. Ja. Du musst hier sowieso noch ein bisschen warten, denn Leatmann selber ist noch nicht da. Der wartet wohl noch im Palast und tut dann noch irgendwelche Dinge. Ja, aber, ja. Ich warte. Ja, nach ungefähr 20 Minuten bekommt ihr im Spiegelpalast auch die Meldung, dass eure Sachen, also auch Igna und der Eisbär, dann in das Hotel Altzorgan gebracht worden sind und ihr euch dann dort in den besten Betten wiederfinden dürft. Ja, wenn ihr da umziehen wolltet, wenn ihr noch irgendwas anderes vorhattet, aber diese Meldung bekommt ihr. Welche Qualität hat denn der Zaubertrank, den ich getrunken habe? B. B, okay. 3W6 plus 6. Genau. Ja, trinke. Ich würde gern vorher nochmal im Isidin-Tempel vorbeigehen. Und wie gesagt, das Buch zurückgeben und mich nochmal herzlich bedanken beim Isidin-Geweihten, den ich damals angetroffen habe. Den Namen habe ich leider vergessen. Ich glaube, ich habe gar keinen Namen genannt, aber ja, du darfst jetzt die Bartmode nach den alten, nach den Koftra und Mutramul kannst du dich dann schmücken. Sehr schön. Dann würde ich nochmal auf den Bazar vorbeischauen. Mein Taschenbuch, was ich an Kias vergeben habe, ersetzen durch ein schmuckes Seidentüchlein und mich dann zur Herberge als Zorigan zurückbegeben. Ich hoffe, es wird mir gewiesen, der Weg, und ich werde hoffentlich nicht überfallen. Ja, also du kannst davon ausgehen, dass ihr jetzt jeder irgendwie eine persönliche Wache oder sowas mitbekommt, die euch dann begleitet, die dann auch Sachen trägt.
Das werden dann vielleicht auch sogar sowas wie Palastwachen sein, die euch dann unterstützen und begleiten. Aktuell seid ihr sehr hoch angesehen. Das kann natürlich auch sehr, sehr schnell wieder fallen, wenn nämlich in 2-3 Tagen gar nichts passiert. Dann kann sich das schnell wandeln, aber ihr müsst halt darauf vertrauen, dass der Rastro Dorkstein euch da jetzt die Wahrheit erzählt hat. Oh, oh, oh. Ich sehe Schmerzen in unserer Zukunft. Es kann natürlich jetzt auch richtig nach hinten losgehen. Dann setzen wir uns halt ab und sind in irgendeiner Stadt unbeliebt. Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Wie kommst du hier dann denn raus? Preios Macht. Gut. Die mich aus allen Klemmen erlöst. Wir haben ein Zwerg. Ein Aber Zwerg mir hat eingekauft. Wege. Dann, was macht Boltax? Ja, ich wollte auch einkaufen. Ich wollte, wie gesagt, hier auf den Bazar und dort verschiedene Sachen wie ätherische Öle, kleine Duftwässer, Pröbchen und so weiter. Also Sachen, die gut riechen, ein bisschen Harz von verschiedenen Bäumen, die man verbrennen kann. Also Beschwörungsmaterial oder Herbeirufungsmaterial? Ja, mehr oder weniger Donaria, entweder für ein Feuerelementar oder für ein Luftelementar. Ich weiß jetzt, also so Harz für Bäume passt halt bei beiden, weil man verbrennt sie ja und es verraucht. Okay, gut. Also ja, so ein Komplettpaket. Wie gesagt, Preise sind alle irgendwie 130%, weil belagert. Das wird dann vor allem Abel mir zu spüren bekommen, wenn er dann Tränke oder sowas kaufen sollte. Aber jetzt für sowas wie Baumharz oder Parfüm, das sind halt auch 130%, aber ja, was kostet halt sowas? Du bezahlst halt nicht ein Silber, sondern Silber 30. Ja, das sind halt Kleinstmengen. Ich wollte gerade sagen, dass mit deinen Edelsteinen, die du hast, ist das, glaube ich, nicht der Rede wert. Isarun. Ich habe eigentlich nichts Besonderes vor. Ich schaue mich hier im Palastviertel mal ein bisschen um, in den Gärten von dem Spiegelpalast und träume davon, hier eine Magierakademie der Weißen Gilde zu gründen. Ja, gibt's ja natürlich noch gar nicht. Die einzige graue Akademie in Aranien ist dann dieser Schandfleck, der im Süden ist, die Schule des Seienden Scheins. Und ja, hier so von diesem Spiegelpalast aus, von diesen Zwiebeltürmchen aus, runterblicken auf eine befreite, ja, blutige See, also auf das Perlenmeer, das wäre traumhaft schön. Und so kannst du dich so ein bisschen dein Prinzessinnenträumen hingeben. Noch eine Krone im Gepäck. Jaras. Ja, damit. Jalan. Ach, jetzt, da wir beide Mitglieder sind im Orden der Rose, wird es allerhöchste Zeit, dass ich dir einen der wichtigsten Aspekte Rayas näher bringe. Begleite mich doch zum Tempel. Ich wollte eigentlich in den Pranas-Tempel gehen. Ihr wisst schon, die... Ach, das können wir danach tun. Das hier ist viel wichtiger. Machen wir eine Betören. Aber gern. Ich glaube... Selbstbeherrschung dagegen, ne? Mit Nachteilen. Crit ist immer drin. Ich habe keinen passenden Nachteil. Ich habe Selbstsucht. Du bist auch herausragend aussehend. Das gehört auch noch zu. Und ja. Ich denke an die Erleichterung. Das waren 3, glaube ich. Crit ist immer drin. Ah, so knapp. Na ja, gut. Ich kann wohl nachher noch im Tempel aufschlagen. 3 Tage sind ziemlich lang. Natürlich. Na komm. Ich bin mir sicher, nein. Ich versichere dir, es wird dir gefallen. Ja, ich nehme ihn zum Tempel mit. Und wenn wir dort angekommen sind, nehme ich mir so eine der privaten Kammern, wie es sie natürlich im Raya-Tempel gibt. Du weißt, ich predige für gewöhnlich eher die Harmonie, wenn wir auf Reisen sind. Manchmal. Und doch, mein wahrer Lieblingsaspekt der Raya ist doch immer noch die Leidenschaft. Und dann packe ich ihn, wirbel ihn herum und gebe ihm einen Zungenkuss. Ja, und über den Rest der Geschehnisse lassen wir mal Boron entscheiden. Ja, das heißt, ihr seid die nächsten paar Stunden im Raya-Tempel aktiv. Rafim, du bekommst Besuch. Nach ungefähr einer Stunde wirst du erkennen, wie mit großen Beratern, mit vielen Akoluten, die ihn begleiten und auch mit vielen Leibwachen, die ihn beschützen, wird dann Leatmon Freisop eintreffen. Er ist ungefähr 1,60 groß, würdest du sagen. Ja, seine Augen sind besonders stechend grün. Ich hatte die Silbersprenkel schon angesprochen. Und ja,
Kommt ja, wenn dann die wollen, würde ich auch meine Waffe wieder an irgendeinen Leibwächter abgeben. Ich habe ja da jetzt nichts mit. Ja. Wie gesagt, die Geschichte hast du von Isaron gehört und weißt, warum die da so vorsichtig sind. Denn es können immer noch weitere Meuchler von Dimiona dann auftauchen, gerade in einer belagerten Stadt. Und dann wird er sich mit dir zurückziehen. Ja, wenn wir gerade auf dem Weg sind, uns zurückzuziehen, würde ich ihn mal einmal anschauen. Ich habe gehört, ihr seid voll wichtig. Da hätte ich euch anders behandeln müssen. Wusste ich nicht. Ja, ich bin da ja reingeboren, also kann da ja auch nichts für. Oh, aber Preine wird schon ihre Gründe haben, denke ich. Ich denke auch. Also, ich weiß selber nicht so viel, weil mein Vater und meine Familie sind halt gestorben, aber meine Visiere und die Akoluten und wie sie alle heißen, die ganzen Geweihten haben mir auch erzählt, dass ich dass ich ganz besonders bin und die Magier schauen mich auch immer ganz besonders an. Naja. Schon seine Gründe haben. Ich denke, ihr schafft das. Ich glaube auch. Reine gibt mir Kraft. Stimmt. Ja, ich würde mich da seinen Maßgaben einfach mal unterziehen. Der Junge, es ist ja eher ein Kind sogar, würde vermutlich besser wissen, was er tut als ich. Ja, du merkst, dass er sehr intuitiv vorgeht. Er ist Mystiker des Kultes und besitzt da ein Verständnis für die Heilkunst, für die Gaben. Du siehst dann auch, wie er das chirurgische Besteck wieder herausholt und dann sein drittes Auge öffnet. Er wird sehr apathisch werden. Du siehst, wie er wohl auch weiter entrückt und du möchtest spüren, also du siehst sie nicht, aber du spürst so etwas wie eine grüne Aura. Wie gesagt, auch wenn du Farben nicht spüren kannst, aber du schmeckst sowas wie Apfelbaum. Du riechst den Apfelbaum, auch wenn er gerade aktuell nicht hier ist. Aber es ist sehr fruchtbar, sehr lebendig. Du kannst auch dir vorstellen, wie sowas wie Vögel um dich herum zwitschern, auch wenn du gerade keine siehst. Und diese Entrückung, die ihn begleitet, wird dich wohl ebenso begleiten. Du riechst das frische Getreide, du glaubst, dass du in den Feldern stehst. Es fühlt sich fast so an wie die Vision, die dich vor ein paar Tagen erst ereilt hat, als du gestorben bist, als du auf dem Vulkan von Al-Anfa standest und runtergeblickt hast in die Stadt. Nur, dass es jetzt ganz anders ist und du in einen anderen Entrückungszustand gewiegt wirst. Wie gesagt, stehst dann auf den weiten Feldern und auch sowas wie Biergeruch, der dir wahrgenommen wird und auch Brauprozesse. Es ist so viel, was jetzt in dich flutet und dein Geist eindringt. Seraphim blickt sich ganz verdattert um, schaut vermutlich noch die anderen Geweihten und die Wachen, die vermutlich immer noch den Jungen umgeben, an. Puh, er ist krass, der Junge. Oh. Wow. Habe ich denn das Gefühl, dass die anderen auch so davon beeinflusst werden? Also aktuell seid ihr wohl alleine. Also da hat man euch dann, nachdem du dann den Waffen abgenommen wurdest, hat man euch da sehr alleine gelassen. Na okay, ja, dann blicke ich einfach diesen Jungen mit großen Augen an. Der scheint sehr mächtig zu sein, was auch immer der tut. Ja, er tut eigentlich gar nicht so viel. Wie gesagt, du siehst gerade, wie so ein paar weiße und rosafarbene Blüten vor dir aufsprießen. Du siehst über dir ein paar Störche kreisen, auch wenn ihr in einem Tempel seid. Das kann eigentlich gar nicht sein. Du siehst, wie vor dir ein großer Baum nach oben wächst. Und dann siehst du, ja, einfach nur die milde Göttin. Und Leopold Freisob, der ein drittes Auge auf seiner Stirn hat. Also er hat wirklich ein Auge, das ich sehen kann. Zumindest in diesem entrückten Zustand bist du der Meinung, dass er eins hat. Ich starre seine Stirn bestimmt für 3-4 Minuten an. Okay. Das ist komisch. Aber okay. 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 Ja, Raphim lässt das über sich ergehen. Ja, was wollen die anderen tun, wenn sie eingekauft haben? Wollt ihr euch dann wieder sammeln im neuen Hotel, was jetzt herausragende Qualität hat? Also das Rote Kamel war auch schon gut, aber Hotel Al-Zorrigan ist eben noch mal besser. Ja, also ich würde mich im Hotel wiederfinden, mich dann rituell reinigen und dann nackt ausziehen. Brief schreiben an den Patriarchen von Xordosh mit
meinen Befürchtungen und der Vision, die Xalan hatte, und dann mit einer Beschwörung eines elementaren Dieners der Luft beginnen. Gut, hast du schon mal zusammengerechnet? Also ich muss noch gucken, wegen den Donaria, die ich für die Beschwörung verwende. Ich würde natürlich das ganze Harz anzünden und die wohlriechenden Blumen und Parfüm versprühen, also halt alles, was ich auf dem Markt gekauft hatte. Ja. Ich weiß nicht, wie viel das insgesamt als Erleichterung gibt an Donaria, das bräuchte ich noch. Ich gebe dir mal auch 4 Punkte Erleichterung. Ja, alles klar, dann komme ich insgesamt auf, ne, mit der Beschwörungsschwierigkeit. Ich bin Affinität zum Gegenelement. Du bist ja. Erz. Genau, und Erz. Ich beschwöre einen Luft. Deshalb ist es erschwert für mich. Ja. Ansonsten habe ich jetzt nichts mit eingerechnet. Dann habe ich eine insgesamte Erschwernis von 2 für die Beschwörungsprobe. Da, elementarer Diener. So. Dann kommt jetzt die Kontrollprobe. Affinität zu Elementaren zählt damit rein. Mit minus 3. Und Schwierigkeit von plus 2, also insgesamt eine Erleichterung von minus 1. Du denkst dran, dass du deine THP-Sterne auch mitnehmen kannst? Hm? Du kannst für 3 Sternchen kannst du 1 erleichtern, die Kontrollprobe. Ja, ich hab. Ja. Es sei denn, du möchtest dem Elementar irgendwie mehr ASP mitgeben. Ja, also ich würde ihm gerne mehr ASP mitgeben, weil ich weiß ja nicht, wie weit er fliegen muss. Also der Luftelementar ist eh recht schnell, aber trotzdem. Ja, und ich würfel auf die 14. So. Also easy geschafft. Meine Kontrollprobe auch. Dann kannst du, wenn du beschwörst, wenn du verbrennst und die Luft anräucherst, hören und auch spüren ein Sirren und Klirren, verschwirrendes Wirren, ein windender Reigen im schweigenden Treiben, vergehendes Wehen, vollstrebendes Leben, bewegen zu schweben, sich lösen und binden, bestehen und schwinden in wirbelnden Kreisen, die Richtung weisen und doch niemals finden, drehen und singen, tanzen und klingen, ein flirrendes Irren, flüchtiger Schwingen. Vor dir erhebt sich ein Wirbelwind und ein Elementar der Luft mit einem großen Fez auf dem Kopf starrt dich an, bläst dir Luft ins Gesicht, was wohl an dir aushärtet, und er starrt dich eifersüchtig und neidisch an. Was willst du? Geist der Luft, ich muss dich, nein, ich möchte dich um einen bescheidenen Wunsch bitten. Ob der Tatsache, dass Gefahr im Verzug ist, durch den Schänder der Elemente, einstmals als Pyrdakor bekannt, für viele, viele hundert Zwerge. Bitte überbring diese Nachricht an den Patriarchen von Xorlosch. Ich, als bescheidener Diener, bitte dich. Ich soll eindringen ins Erz. Denke ich nur, überbringe die Nachricht. Immerhin bin ich das Windwiesel. Hab Dank. Die Nachricht. Ich übergebe ihm die Nachricht. Er reißt sie dir aus der Hand und schlägt dir seine Windklauen noch einmal ins Gesicht. Du bekommst 1W6 Schadenspunkte. Ja, alles klar. Und ohne sich zu verabschieden, wird derjenige, der sich eben als Windwiesel vorgestellt hat, verschwinden mit den Papieren.